Woche 1 ist fertig mit unserer veganen... Also erste Woche des veganen Monats ist vorbei und wir sind fleißig einkaufen gegangen, haben uns die Produkte angeschaut. Wir waren beim Lidl, Markauf, Rewe, Aldi, DM. Genau, und zeigen euch jetzt ein paar Produkte, die uns ganz gut gefallen haben und die ihr nachkaufen könnt. Pudding von Alpro. Den gibt es auch mit Vanillegeschmack. Der ist sehr, sehr lecker. Dann haben wir nächstes. Hummus. Aber das kennt, glaube ich, jeder. Das dippe ich gern mit der Breze. Oder einfach auf Brot und überall. Ja, immer. Schafskäse. Ersatzprodukt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Für so Kartoffelauflauf. Genau. Muss ich ausprobieren noch. Von der Marke Better. Better. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Better. Von der gleichen Marke haben wir auch also so Käseersatz. Der ist eigentlich ganz gut. Genau, das ist jetzt der Cheddar für Sandwiches zum Toast. Ja, wir haben auch andere Käsesorten von dem schon probiert. Und der ist eigentlich ganz gut. Ja. Sehr käsig, aber gut. Und von einer anderen Marke haben wir auch nochmal so ein Ersatzkäseprodukt von Simply V. Der ist eigentlich auch ganz gut. Ich war überrascht, als ich zum ersten Mal so veganen Käse probiert habe. Ich habe nicht gedacht, dass der nach Käse schmeckt. Hey, mir ist er zu käsig sogar, also... Ich finde, also man merkt irgendwie keinen Unterschied, finde ich. Ja, das stimmt schon. Das ist echt gut. Ich weiß nicht, ich glaube, den würde ich auch ersetzen. Ja, ich nicht, weil mir ist er zu käsig. Hm. Ich mag ihn. Oder bin teuer. Ja, das stimmt. Ich glaube, eine Packung hat 3 Euro gekostet. Und wenn man bedenkt, so eine normale Käsepackung kostet unter 1 Euro, kannst du schon finden. Wenn du diesen Billigkäse nimmst. Ja. Also schon teuer. Also vor allem diese Ersatzprodukte sind halt ein bisschen teuer. Ja. Aber die braucht man ja nicht unbedingt. Ja. Ich glaube, für den Anfang ist es ganz gut, aber... Oder ab und zu mal, man braucht es ja nicht jeden Tag. Dann haben wir auch von der gleichen Marke so einen Frischkäse. Den hatten wir auch von der Marke, glaube ich, am Anfang. Genau, ja, Simply V. Dann haben wir... von DM so einen Streichcreme Toskana. Also mir schmeckt sie voll gut, ich habe es noch nicht probiert. Es ist schon fast leer. Ich kann mal riechen. Ja, das riecht... Ich weiß nicht, ob es dir schmecken würde. Das riecht einfach wie Tomatenmark. Also ich mache so auf einen Bagel drauf. Das ist voll lecker. Und damit Gurken und so. Das ist von DM. Ja, also ich finde es gut. Probiere ich mal. Jetzt ist fast leer. Das muss für einen. Hey, da ist noch voll viel drin. Das ist so für einen Bagel. Ich mache voll viel drauf. Immer. Oha. Lass mal was übrig. Dann haben wir von... Auch von Alpro so diesen Joghurt. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Geschmacksrichtungen und die sind so lecker. Also ganz ehrlich, schmeckt wie Joghurt, wie ein Fruchtjoghurt, man merkt keinen Unterschied. Genau. Und ist auf Sojabasis. Genau, oder? Die ganzen Alpro-Dinger sind immer auf Sojabasis. Also die sind echt super. Top-Empfehlung von mir. Dann haben wir, statt die Milchprodukte, haben wir eben die von Oatly genommen. Die Barista Edition, die schmeckt... So geil. Und ist immer ausverkauft, also da schnell sein. Wir haben auch die normale Oatly mal probiert, aber die ist halt dünnflüssiger. Ich mag die nicht mehr. Ich finde, die ist so wässrig gewesen. Ja. Also die ist echt geil. Ist ein bisschen cremiger. Für Cappuccino, Latte Macchiato, voll gut. Und dann gibt es das auch noch mit Kakao. Müssen wir noch probieren, aber hört sich lecker an. Das ist Kakao. Also. Dann von den, wie heißt die Marke? Diese Mühlenmarke. Wie heißt das jetzt? Mühlenwalder Rüde? Rüge? Ja, irgendwas. Ja. Mühlen. Ich habe keine Ahnung. Die mit der Mühle. Genau. Jeder kennt das. Auf jeden Fall, das sind so vegane Mühlen-Nuggets. Schmecken wie Nuggets, schauen aus wie Nuggets. Sie muss noch probieren. Ich habe sie schon probiert. Echt, das schon gemacht? Ja, ich habe sie schon gemacht. Wann? Irgendwann so um 3 Uhr in der Nacht, wo ich Hunger hatte. Hast du in der Pfanne gemacht? Ja, aber ich fand es nicht so geil, muss ich sagen. Aber es ist, glaube ich, meine Geschmacksding. Ich finde, es schmeckt halt 1:1 wie Fleischnuggets. Also ich muss sagen, ich bin ja, vielleicht weil ich mich vegetarisch davon ernährt habe. Und mir vielleicht schmeckt mir einfach der Geschmack davon nicht. Ja, okay, dann. Weil ich habe seit 6 Jahren oder so keine Nuggets mehr gegessen. Und irgendwie war das so, ja, ich finde es mit Gemüse geiler. Das waren so ein paar Produkte. Also wir das sind so die Basics.
Was haben wir denn für Gerichte gemacht? Genau, wir haben Gerichte gemacht. Die habe ich auf meinem Instagram-Account immer in meiner Story gepostet. Hat er mal schon Bilder gemacht? Also ich bin auf meinem Instagram-Account drauf. Alex Malix, wenn ihr mir folgen wollt. Und da habe ich hier bei den Highlights ein Veganuary Food Diary erstellt. Und da haben wir am ersten Tag waren wir... Oh ja. Möchtest du sagen? Also wir haben am ersten Tag, am 1. Januar nach Silvester, waren wir eben essen am Buffet, Asia-Buffet. Mhm. Und ja, ich habe den ersten Tag nicht so ernst genommen. Ich habe ein bisschen... Das ist ein bisschen gecheatet, ja, ne? Ja. Weil wenn man schon Buffet essen geht, dann zahlt man einen vollen Preis und dann wollte halt auch... Ja, es war schon schwer. Weil ich wollte jetzt nicht nur Obst und so Sushi mit Gurke essen und, das, und Reis, das war's halt. Ja, was habe ich noch? Ich glaube, ich habe noch gebratene Nudeln gegessen, aber da waren so kleine Rührei-Stücke, ja, mit drin. Also da müsst ihr aufpassen. Asia-Buffet vegan wird schwierig. Also man kann nicht viel essen. Mhm. Wenn, dann bestellt man einzelne Gerichte, aber Buffet lohnt sich dann nicht. Genau, ja. Okay. Hast du Hunger? Nein, das war meine Verdauung. Wir haben Essen hier. Okay, zweiter Tag war ein Kidneybohnen-Eintopf. Und der war lecker. Da war ich gut. Dritter Tag ein Porridge mit Apfel und Banane. Das ist jetzt kein richtiges Essen, aber das war das einzige Essen, was ich fotografiert. Was haben wir an dem Tag noch gegessen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur Brot und Toast. Ah, ich glaube diese Falafel-Burger. Ah, das kannst du sagen. Hast du kein Bild gemacht? Nee, leider nicht. Ja, dann aber ich blende euch hier irgendwo diese Falafel-Mischung von DM ein. Die hat, das ist echt eine gute Empfehlung. Schmeckt die wirklich hammermäßig lecker. Am vierten Tag haben wir Kürbis-Kartoffel-Cremesuppe gemacht. Oh, da war ich auf dem Geburtstag. Da musst du auch was beichten. Geburtstag vegan essen ist auch schwierig. Also da gab es auch Kartoffelsuppe, aber da wurde es halt in Butter angebraten und dann habe ich es halt gegessen. Ich hatte Hunger und es gab so diese, wie heißt es, Blätterteig mit Schafskäse. Und ich war da halt über Nacht und ich hatte halt Hunger, ich kann ja nichts essen. Ja, dann musst du halt zwei Tage länger vegan leben. Aber für den Kaffee hatte sie Hafermilch da. Dann gut. Vorbildlich. So, weiter mit Tag 5, da haben wir diese Nuggets mit Pommes gegessen. Am sechsten Tag haben wir was bestellt vom Inder. Da, was haben wir denn da alles bestellt? So Fladenbrote, dann noch irgendwas mit Gemüse, Curry und Reis. Ja, und irgendwas mit Pilzen, so ein... Genau. Das war sehr lecker. Ja. Ist jetzt auch nicht so viel Auswahl gewesen, aber... Ich bin jetzt nicht so ein Fladenbrote auch vegan. Ich habe keine Ahnung. Wir essen wahrscheinlich auch etwas, was nicht vegan ist, also von daher... Wir geben uns Mühe. Ja. Tag 7 haben wir eine Vagane. Vagane. Vegane Lasagne gemacht. Genau, das war von Veganuary. Genau, so ein Rezeptvorschlag war das. Genau. Ich fand sie jetzt nicht so gut. Ja, aber sie war sehr trocken. Konnte man schon essen. Aber wir machen demnächst noch eine bessere Lasagne. Morgen machen wir noch eine andere und dann. Genau. Achter Tag, Blaubeermuffins. Super. Also ich fand sie super lecker. Die waren echt gut. Ja. Machen wir jetzt gleich nochmal. Am 9. Tag Kartoffelcremesuppe. Und zwischendurch heute, halt. Aber heute machen wir einen Gnocchi-Auflauf. Gnocchi. Genau. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Gnocchis, glaube ich. Alle Rezepte könnt ihr unten in der Infobox anschauen. Da verlinke ich euch meinen Instagram-Account. Und in den Highlights könnt ihr dann sehen, genau, die ganzen Mengen Zugaben und wie es zubereitet wird. Und sonst? Ja, wie ging's dir? Ja. Also ich finde es nicht so eine große Umstellung. Da, also eigentlich schon. Also ich war davor 6 Jahre vegetarisch jetzt. Deswegen geht es eigentlich vor allem. Also Fleisch brauche ich gar nicht. Bei Käse ein bisschen schwierig, aber da es diese Ersatzprodukte gibt, geht es voll klar. Und nur wenn man halt auswärts essen geht oder bei Freunden ist, ist das halt fast nicht machbar, außer du hungerst halt. Ja, also ein Steakhouse mit der Familie kann man jetzt leider nicht gehen. Oder, da wird es schwierig. Vegetarisch ging immer total, aber vegan wird halt doch schwierig. Das ist schon eine Aufgabe. Ja, keine Ahnung. Für mich war das, am ersten Tag ging es voll. Am zweiten und dritten Tag habe ich ein bisschen gezweifelt. Da hatte ich irgendwie Sehnsucht nach Käse. Vor allem nach so Schmelzkäse. Oh ja. Aber wir haben heute... Ja, was ist das? Kann das, haben wir jetzt vergessen hochzunehmen. Aber wir haben diesen veganen Streukäse von Simply V gefunden. Und die sind immer total schnell ausverkauft. Und jetzt sind wir glücklich. Dann können wir eine Pizza machen und Lasagne mit Käse. Und ja, so, wir testen es mal. Ja, und... Jetzt geht's wieder mit dem veganen Essen. Also jetzt fühle ich mich ganz normal. Ich miss auch nichts, vor allem, weil es so viele Ersatzprodukte gibt. Ja, für den Anfang finde ich die Ersatzprodukte echt gut. Ja. Ich habe auch, wo ich Anfang vegetarisch gemacht habe, habe ich auch voll auf diese Fleischersatzprodukte benutzt. Mhm. Aber jetzt
finde ich sie einfach nicht so geil. Für dich vielleicht jetzt für einen Anfang voll gut. So aber ich sag dir, nach einer Zeit wirst du die auch nicht mehr so essen. Gut. Aber wenn du wirklich Bock auf den Fleischgeschmack hast, weil nicht jeder Veganer und Vegetarier mag ja keinen Fleischgeschmack. Ja, das stimmt schon. Sie möchten halt nur nicht, dass Tiere dafür sterben. Aber der Fleischgeschmack an sich schmeckt ja. Ja, am Anfang habe ich es auch vermisst, aber jetzt hat. Wenn du irgendwann vergisst du so, wie es richtig geschmeckt hat, und dann brauchst du es auch nicht mehr. Aber für den Anfang finde ich die Produkte so. Auch diese Käse-Dinger, nach einer Zeit werde ich die wahrscheinlich dann auch nicht mehr essen, wenn ich das länger mache. Ach, du hast so ein gutes Käse. Ja, ab und zu, aber nicht mehr so oft. Dann nimmst du halt mehr so, halt wirklich so Hummus und. Echt, die ganze Zeit? Ich finde es viel geiler. Ich habe diese Käsescheiben, ich habe einmal eine genommen, ich fand es nicht so geil. Boah, nee. Ich weiß nicht, mir ist zu käsig. Ich brauche mal Käse. Ohne Käse geht nichts. Ja, außer überbacken, da würde ich es. Boah, oder ich war heute beim Einkaufen, da waren so diese Chili-Cheese-Nuggets. Ja, das sind halt immer so Sachen. Ja. Weil viele Produkte könnte man auch echt so vegan umwandeln. Aber dieser Schmelzkäse. Milch? Es gibt, wir haben ein oder zwei vegane Fertigmünzen gefunden. Aber ohne Käse drauf. Erstens das und zweitens für meine Verhältnisse viel zu viel Gemüse. Also, keine Ahnung, was da ist drauf. Ja. Karotten, Brokkoli. Ich glaube, die haben jedes Gemüse, was sie gerade im Kopf hatten, draufgepatscht. Weil es ist ja auch so, vegan ist ja nicht gleichzeitig gesund. Ja. Also, wir werden euch wahrscheinlich noch ein Video zeigen, wo wir dann vegane Süßigkeiten euch noch vorstellen. Also, da kann man schon gescheit so. Ja. Genau. Wie zum Beispiel hier lecker Oreos. Wusstet ihr das? Ich wusste nicht, dass Oreos vegan sind. Doch, ich wusste es mal. Irgendjemand hat es mal erwähnt, aber ich wusste es. Weil vor allem auf der Packung da jetzt nicht mehr, oder? Aber auf der originalen, also es ist ja Peanut Butter Geschmack jetzt. Ja. Und bei den originalen Oreos ist doch da so eine Milchfleck. Also. Am Schluss sind sie gar nicht vegan, aber ich habe nichts gefunden. Wir werden euch noch drei Videos zeigen, in denen wir vegane Süßigkeiten vorstellen, indem wir euch noch Tipps und Tricks, wo ihr drauf achten solltet bei den Inhaltsangaben. Mhm. Da gibt es nämlich auch einiges zu beachten. Und wir werden nochmal ein Video drehen, wo wir vegane Kosmetik vorstellen, die wir in unserem Badezimmer stehen haben, was vegan ist, was nicht vegan ist und was man vielleicht vegan machen könnte. Genau. Oder vielleicht auch noch Kochvideo oder so. Und es freut mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Traut euch. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Also ihr müsst auf nichts verzichten. Wirklich gar nichts. Okay, vielleicht ein, zwei Sachen. Doch, ein paar Sachen. Aber ihr habt Käse auf jeden Fall. Und das ist für viele ja sehr wichtig. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Tschüss.